Dieser Mann stürzte aus dem Weltraum auf die Erde und verstarb dabei auf tragische Weise. Was klingt wie eine erfundene Internetlegende, ist wirklich passiert. Bleibt unbedingt bis zum Ende dran, um die unglaublichen Originalaufnahmen zu sehen. Und wenn euch das Video gefällt, dann freue ich mich galaktisch über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn dadurch kriegen wir den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Tragische und absurde Todesfälle gibt es viele. Ein Mann in Brasilien starb im Jahre 2013, als eine Kuh durch sein Dach stürzte und ihn zerquetschte. Im 15. Jahrhundert ertrank ein französischer Herzog in einem Weinfass, nachdem er sich diese Methode selber ausgesucht hat, nachdem er zum Tode verurteilt wurde. Nachvollziehbar, auch wenn ich, glaube ich, ein Fässchen voll mit Augustinerbier genommen hätte. Aber die unglaubliche Geschichte von Wladimir Komarow ist schwer zu toppen. Wir schreiben das Jahr 1967, 2 Jahre vor der ersten bemannten Mondlandung. Zwischen den USA und der Sowjetunion tobt der Wettlauf im Weltraum, auch bekannt als Space Race. Beide Länder versuchten als erste die Vorherrschaft im All zu gewinnen und den technologischen Vorsprung des jeweils anderen zu übertreffen. Die Vorteile lagen damals zunächst bei den Sowjets, denn die Sowjetunion hatte im Jahre 1957 mit dem Start von Sputnik, des ersten künstlichen Satelliten, einen bedeutenden Erfolg erzielt. Im Jahre 1961 erreichte dann Juri Gagarin als erster Mensch überhaupt den Weltraum, gefolgt von Alexei Leonow, der im Jahre 1965 den ersten Weltraumspaziergang unternahm. Doch die Amerikaner konnten das natürlich nicht auf sich sitzen lassen und holten sehr schnell auf. Ebenfalls 1961 erreichte mit Alan Shepard der erste US-amerikanische Astronaut das Weltall. Da das Space Race so knapp und umkämpft war, verstärkte die Sowjetunion ihre Bemühungen und setzte sich das Ziel, den ersten bemannten, manuell gesteuerten Raumflug zu absolvieren. 1967, 6 Jahre nach Gagarins historischem Erfolg, sollte nun der erste manuelle bemannte Testflug des neuen sowjetischen Raumschiffs Sojus stattfinden. Ziel der Mission war es, die Fähigkeit des Raumschiffs zu demonstrieren und einen Kosmonauten in den Orbit zu bringen und sicher zur Erde zurück. Wladimir Komarow wurde als Kommandant des Raumschiffs ausgewählt und hatte die Aufgabe, das Raumschiff während des Flugs zu steuern und verschiedene Systeme zu testen. Diese Mission war für die Sowjets unfassbar wichtig und sollte der entscheidende Schritt werden, die Vorherrschaft im Weltraum zu erringen und die technologische Überlegenheit der USA im Weltraumrennen zu überholen. Ich spoilere schon mal so ein bisschen, das hat nicht ganz geklappt. Am 23. April 1967 war es dann endlich soweit. Das Raumschiff Sojus 1 mit Wladimir Komarow an Bord startete in den Orbit. Wie können wir uns dieses Raumschiff vorstellen? Es war knapp 7,5 Meter lang und bot Platz für genau einen einzigen Kosmonauten. Es war mit einer Landekapsel ausgestattet, die vom Hauptteil abgetrennt werden konnte und den Kosmonauten zur sicheren Rückkehr zur Erde bringen sollte. Sojus 1 war damals die absolute Speerspitze der sowjetischen Weltraumtechnologie. Doch schon während des ersten Flugs traten sehr viele technische Probleme auf. Es gab Schwierigkeiten mit der Orientierung des Raumschiffs und mit der Energieversorgung, was natürlich gar nicht gut ist. Außerdem gab es Probleme mit der automatischen Kontrolle der Landekapsel. Man entschied sich daher dafür, den Flug vorzeitig abzubrechen und Komarow unter Zuhilfenahme eines Detektorensystems zur Ausrichtung des Raumschiffs für ein Bremsmanöver vorzeitig wieder auf der Erde landen zu lassen. Aber, ihr erratet es schon, die Sensoren haben nicht funktioniert und lieferten widersprüchliche Daten. Komarow musste also oben bleiben. Welche Höhe er maximal erreichte, wurde von den Sowjets damals nicht bekannt gegeben. Was wir wissen, ist, dass die Mission von Sojus 1 ein suborbitaler Flug war, der sich also nicht in eine stabile Umlaufbahn um die Erde begab, sondern nur eine Kurzzeitmission in den Weltraum darstellen sollte. Einmal Weltraum und zurück, um das neue Raumschiff zu testen und vor allem die Fähigkeit des Kosmonauten zu demonstrieren, das Raumschiff manuell zu steuern und wieder zur Erde zurückzukehren. Schätzungen zufolge erreichte das Raumschiff während des Fluges eine maximale Höhe von etwa 200 Kilometern über der Erdoberfläche.
Da höre ich schon einige von euch sagen, 200 Kilometer springe ich bei Fortnite auch immer, das ist doch nicht im Weltraum. Oh doch, der Weltraum beginnt ab der sogenannten Kármán-Linie in 100 Kilometern Höhe. Wladimir Komarov war mit dem Sojus 1 Raumschiff also sowas von im Weltraum, wenn man den Schätzungen traut. Bevor ich euch erzähle, wie dann alles schief ging, nochmal kurzer Hinweis, dass ihr mir sehr mit einem Like für das Video helfen könnt, vor allem weil ich so ein bisschen heiser bin. Und wenn ihr die Mühe belohnen wollt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gibt. Okay, also jetzt zurück zu Komarov. Das Unglück nahm dann weiter seinen Lauf. Als einzige Möglichkeit blieb nur noch eine manuelle Landeprozedur. Wir reden hier über ein immens komplexes und super schwieriges Manöver. Komarov gelang es, das Raumschiff manuell in die richtige Position zu bringen und das Bremstriebwerk kurz nach dem Überqueren des Äquators über dem Atlantik manuell zu zünden, wodurch eine Landung in der Sowjetunion bei Tageslicht möglich wurde. Die Kommunikation zwischen Komarov und Ground Control, wo er übrigens mit Juri Gagarin sprach, ist heute noch erhalten. Nach dem komplizierten manuellen Manöver sagte Komarov noch, der Motor lief 146 Sekunden lang, alles ist normal, das Triebwerk hat 146 Sekunden lang funktioniert, das Schiff war richtig ausgerichtet, alles ist normal, ich sitze auf dem mittleren Sitz, der Sicherheitsgurt ist angelegt. Zu diesem Zeitpunkt sah also alles noch ganz gut aus. Doch während des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre gab es ein weiteres schwerwiegendes Problem. Der Hitzeschild der Landekapsel löste sich. Das führte zu einem Überhitzungsproblem und schließlich zum Versagen des Fallschirmsystems. Weder der Hauptfallschirm noch der Reservefallschirm öffneten sich. Das Raumschiff stürzte unkontrolliert auf die Erde und schlug in der Oblast Orenburg auf. Hier seht ihr eine Originalaufnahme des zerstörten Sojus 1 Raumschiffs am Boden. Die Kapsel schlug mit einer Geschwindigkeit von 40 Metern pro Sekunde auf und Wladimir Komarov verlor dabei tragischerweise sein Leben. General Nikolai Kamanin, der vor Ort war, schrieb später, Kosmonaut Komarov wurde getötet, das Schiff verbrannte. Der Hauptfallschirm des Schiffs öffnete sich nicht und der Reservefallschirm füllte sich nicht mit Luft. Nach dem Aufprall explodierten die Triebwerke für die sanfte Landung und ein Feuer brach aus. Erst nach Ausgrabungen konnten wir die Leiche von Komarov finden. Es existiert eine wirklich, ja, unglaublich bizarre Aufnahme, wie Sowjetoffiziere nach dem Aufprall Komarovs Überreste inspizieren. Falls ihr verständlicherweise sowas nicht sehen wollt, gebe ich euch kurz eine Sekunde, diesen Teil hier zu überspringen. Okay. Hier ist das Bild und es macht einem wirklich auf einen Schlag klar, welche immensen Geschwindigkeiten und Kräfte in der Raumfahrt am Werke sind. Wladimir Komarov war damit der erste Mensch, der bei einer Weltraummission starb. Sein Tod und das Scheitern des Sojus 1 Fluges, das waren natürlich harte Schläge für die sowjetische Raumfahrtindustrie. Aber so makaber das klingt, er bewahrte damit drei andere Kosmonauten vor dem Tod. Am nächsten Tag sollte nämlich ein weiterer Flug erfolgen mit der Sojus 2A mit drei Kosmonauten an Bord. Wie nach dem Absturz aufgedeckt wurde, besaß die Sojus 2A dieselben technischen Mängel wie die Sojus 1, vor allem an den Bremsschirmen. Wäre Sojus 2A wie geplant gestartet, wären wohl bei der Aktivierung des Hauptschirms auch diese drei Kosmonauten ums Leben gekommen. Außerdem sollte auch die phänomenale Leistung von Komarov in Erinnerung bleiben, denn nur ein wirklich meisterhafter Pilot wie er konnte das schwierige Manöver für die manuelle Landeprozedur durchführen. Für das Versagen der Schirme konnte er nichts. Dies muss man der sowjetischen Führung anlasten, die Erfolge im Space Race um jeden Preis haben wollte und dabei grundlegende Sicherheitsbedenken hat fallen lassen. Aus allen verfügbaren Beweisen geht hervor, dass das Sojus-Raumschiff im Frühjahr 1967 noch nicht für einen bemannten Flug bereit war. Das Konstruktionsbüro hatte vor dem Start von Komarov keinen einzigen vollautomatischen Flug erfolgreich durchgeführt. Aber das war gerade in den ersten Jahren der Raumfahrt eine grundlegende Regel, die fahrlässigerweise und mit entsprechenden Endergebnis gebrochen wurde. Diese Geschichte ist also ein Mahnmal für die Gefahren der Raumfahrt, die Verantwortungslosigkeit der politischen Führung und vor allem für den Mut, den die ersten Astronauten und Kosmonauten bewiesen haben, indem sie diese lebensgefährlichen Missionen absolviert haben. Kurzer Hinweis darauf, dass ich kurz vor den 150.000 Abonnenten stehe. Wenn euch dieses Video gefällt und ihr kurioserweise noch nicht abonniert habt oder weltraumbegeisterte Freunde und Verwandte kennt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir helft, die 150.000 zu knacken. Danke, Leute. Bleiben wir mal bei bizarren Unfällen in der Sowjetunion. Da gibt es nämlich so einige und dieser hier klingt zu bizarr, um wahr zu sein. Ein Physiker steckte seinen Kopf in einen Teilchenbeschleuniger und ein hochenergetischer Protonenstrahl schoss durch sein
sein Hirn. Kein Witz, Leute, ich denke mir diese Geschichten nicht aus. Die unglaublichen Originalaufnahmen und die Info, was mit diesem Forscher geschehen ist, gibt es im angezeigten Video, guckt unbedingt mal rein. Und wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, dann gönnt euch die Shirts aus dem Video, echte Meteoriten und flauschige Plüschplaneten im Weltraumshop. Jeder Kauf hilft mir sehr, den Kanal weiter zu betreiben. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute.